Wir machen eine Geburtstagstorten-Abbaufolge oder doch lieber Clanspiele. Was meint ihr? Ich habe mich schon entschieden, wir machen eine Clanspielfolge und wir machen auch eine Kuchenabbaufolge. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Radtote, beim Clan Spätzle mit Soße auf meinem Rathaus 9 Account. Ja, es ist eine witzige Anekdote. Es fiel mir eben unter der Dusche so ein bisschen ein, also eine kleine Breitseite verteilen. Natürlich machen wir keine Folge hier von einem Kuchen, den ich dann irgendwann am Ende abbaue, sondern ich baue ihn gleich am Anfang ab. Und um was geht's eigentlich? Ja, es geht um die ganz unangenehmen Clanspiele. Denn es gibt ja mal wieder welche, die sind nicht schlecht, die habe ich so noch nicht gesehen. Das sind zum Beispiel diese vielen, vielen Elixiersammler, die man hier machen muss. Die ist sicherlich sehr, sehr unangenehm, aber die nehmen wir jetzt mal an. Eine Stunde Zeit für 16 Elixierkollektoren. Das ist sportlich, finde ich zumindest. Deswegen finde ich die sehr unangenehm. Die schaffst du fast nicht ohne Boost, hätte ich mal fast gesagt. Da habt ihr es gerade gesehen, wir haben den Kuchen abgebaut. Also, wie gesagt, kurze Breitseite. Ich habe irgendwie heute Ironie gefressen. Und deswegen starten wir auch gleich ins Geschehen rein, gucken uns einen netten Gegner aus, dass wir die ersten Elixier-Kollektoren hier reinbekommen. So, und da haben wir schon unser erstes Opfer getroffen. So ist eine blöde Floskel. Hier haben wir schon unser erstes Opfer getroffen. Also, damit ich auch die Elixier-Kollektoren in jedem Fall bekomme, habe ich natürlich eine ganz nette Armee hier am Start. Ich habe Bola in der Clanburg, wunderbar. Und ich würde fast sagen, den machen wir hier, denn die Luftabwehren stehen hier sehr, sehr eng. Die Queen sollte ich eigentlich mit meinem Killsquad bekommen. Warum ich hier drei Mauerbrecher dabei habe, das weiß ich allerdings nicht. Ich hoffe, ihr nehmt mir diese kleine Anekdote jetzt nicht krumm. Und aber ich denke, ihr wisst genau so ein bisschen, worum es geht. Ah, hier können wir die mal springen lassen. Ihr wisst so ein bisschen genau, worum es eigentlich geht. Und deswegen entscheide ich mich eigentlich hier für die Clanspiele und nicht für einen Kuchenabbau. Denn ich wurde so ein bisschen auch animiert. Toto, kannst du nicht mal etwas zeigen, wo oder wie man relativ nett die Clanspiele machen kann? Natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Und jetzt muss ich allerdings schon so ein bisschen mal meine Ballons hier reinkriegen. So, die drei von da vielleicht. Mal sehen. Ah, der Feger. Jetzt ist der Feger weg. Das ist in Ordnung. Dann können wir hier noch unseren letzten Lucky setzen. Unsere Loons sind noch gut dabei. Wir müssen das Passing der Loons jetzt so ein bisschen beobachten. Da ist ja nicht mehr viel. Da ist nur noch der eine Magierturm und die werden jetzt ja, ich setze den mal hier hin, dann gehen die in jedem Fall jetzt ja erstmal auf die Kanone und dann auf den letzten Bogenschützenturm. Also ich glaube, haben wir ganz gut gemacht hier. Oh, ich habe sogar noch drei Bogis hier. 1, 2, 3. Jo, so, ich glaube, so ist das ganz gut. Ja, ich habe das heute mal einfach so aufgeschnappt. Also seid mir nicht sauer, wie gesagt, ich habe die Ironie irgendwie heute Morgen gefressen und dachte aber, ich zeige euch so ein paar unangenehme Clanspiele. Ich habe heute Morgen schon etliche gesehen, allerdings immer dann, wenn ich sie annehmen wollte, waren sie dann auch schon weg. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger gewartet und habe mal geguckt, mit welchem Rathaus kannst du das eigentlich machen. Ich denke, der Neuner hier passt ganz gut. Mit dem mache ich ja im Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen ein bisschen vermehrt was, aber der soll ja auch ein bisschen wachsen, denn ich habe vor, einen meiner Maxed RH9er jetzt auch mal zum RH10er zu machen und das kleine Projekt, oh, nett, ne? Ist nett. Das kleine Projekt verfolge ich natürlich. Ich denke mal, oh, da habe ich mich jetzt gerade verklickt. Die trainen wir nochmal nach. Warum können wir keinen Sprung nehmen hier? Weil wir hier so nachtrainen und ich glaube, wir nehmen die Truppe ruhig nochmal, beziehungsweise ich habe sie ja jetzt nochmal nachtrainiert, also so ein bisschen die Clanspiele hier zu verfolgen. 7 von 16 haben wir. Also wir brauchen ja mindestens jetzt 3 Angriffe, um überhaupt dieses Clanspiel zu machen. Aber sind wir ehrlich, das müsste eigentlich klappen. Ich gucke mal, ob das in einer Stunde klappt. Ich lasse alles mal hier so ein bisschen an. Und da machen wir in jedem Fall unseren zweiten und auch, denke mal, dritten Angriff. Thank you.
Und noch einen Kuchen abgebaut. Sauber. Oh, wir können uns so ein bisschen die Wartezeit versüßen, denn der RSA hier, von dem ist übrigens auch das Intro, was ihr heute ausnahmsweise mal gesehen habt. Also vielen lieben Dank dem RSA, denn er hat mir einfach mal ein Intro programmiert. Finde ich sehr, sehr nett. Allerdings glaube ich, dass ihr das alte Intro wiederhaben wollt, denn ich hab, glaube ich, schon mal mein Intro gewechselt und da sind ganz, ganz viele Leute auf die Barrikaden gegangen und gesagt, oh Toto, das geht gar nicht. Ja, so ein bisschen identifiziert man sich damit. Ich meine, viele kommen ohne aus oder auch kürzere. Ich hätte auch gerne ein anderes, denn nach jetzt so gut anderthalb Jahren YouTube oder so, immer mit dem gleichen Intro, ist sicherlich nett, damit, ja wie gesagt, man identifiziert sich da sicherlich mit. Aber der RSA hier hat auch mal einen netten Lot hier mitgenommen, kann man nicht anders sagen. Und schöne Geschichte auf so eine schöne Offline-Base. Darüber freut man sich natürlich immer. In Meister 3 mit dem netten Bonus, den man hier auch noch bekommt. Was hat er eigentlich noch? Oh, er hat nur noch die Helden. Also so viele Truppen hat er jetzt nicht, aber er hat die Packies. Hier unten die Packer-Damen. Die gehen einfach mal so ein bisschen mit. Die tanken genau wie der King und nehmen den Schaden auf sich, werden jetzt sogar geheilt. Also wenn du die dann auch noch in Heilung hast, dann hast du überhaupt kein Problem mehr in so einer Base hier. Die Queen schön immer hinten dran, macht immer schön rechts, links alles kaputt. Und die Packer mit dem King gehen einfach mal voran und tanken hier die Hälfte der Base. Die andere Hälfte machen die Max-Riesen hier. Also auch die habe ich heute mal gesehen. Die machen schon netten Schaden. Meine Herren, was klopfen die auch weg? Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht ist es für mich im Rathaus 12 Bereich die nächste Truppe, die ich level. Müssen wir mal schauen, aber ich denke, wir haben hier einen schönen Farmangriff vom RSA gesehen. Und nochmals vielen lieben Dank für das Intro. Ich habe es heute mal eingebaut. Ich denke, es war passend. Fand ich sehr, sehr gut, die Geschichte. Zu den anderen Sachen, zu meinem Kanal, zu dem, was da überhaupt so drauf passiert, werde ich mich in dieser Woche auch noch mal kurz mal äußern. Ist einfach mal so ein bisschen Geplänkel nebenbei, was ich nicht immer ganz in den Videos oder in den Kommentaren beantworten kann. Aber es sei da mal an einer Stelle gesagt, ich hab noch keinen Titel für das Video, Tacheles oder so reden, mal gucken. Muss ich mal schauen, aber dann wisst ihr so ein bisschen, ja, dann blickt ihr mal so ein bisschen wieder hinter meine Kulissen. Was geht eigentlich mit dem Toto? Denn es steht ja immer im Hintergrund, ich habe auch ein RL, also ein Real Life mit Familie und Kindern und bin ja auch beruflich unterwegs. Im Moment habe ich ein bisschen freie Zeit, weil ich noch ein bisschen Urlaub habe. Oh, hoppla, hier ist unser Lot und ich nehme erstmal, weil wir ja noch früher Morgen haben, ich gerade, habe ja schon eben gesagt, geduscht habe, gefrühstückt habe ich noch nicht, aber mir reicht immer ein Kaffee aus der Wassermann-Tasse, der allerdings auch schon nicht mehr ganz heiß ist. Wir gucken mal, wie wir den machen. Oh, ich habe eben ein paar Riesen verspendet, deswegen habe ich im Moment, oh, ich habe nur 5 Riesen in meiner, beziehungsweise, ich wollte gerade wieder sagen, in meinem Deck. Natürlich nicht in meinem Deck, ich habe hier ein paar Hawks dabei, 2 Päcker habe ich dabei. Okay, mal eine ganz, 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 ganz andere Armee. Ist natürlich nicht so. Und damit es auch hier ein bisschen in die Mitte geht. Oh, 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 oh. Okay, da kommt etwas auf uns zu. Das nennt sich Loons. Und Loons sind nicht nett. Loons sind nicht nett, das seht ihr selber. Ich muss hier jetzt schon springen, damit hier überhaupt noch was reinspringt. Nehme aber jetzt hier meine Bowler und meine Packer. Ich glaube, meine Tanks sind leider schon alle weg. Ist aber nicht so schlimm. Und meine Queen ist auch weg. Oh, die habe ich ja wieder super, super beachtet, meine Queen. Dann müssen wir jetzt hier mit unserem Hox schon mal reinkommen und hier den King etwas verlangsamen. Das ist einfach so, damit wir die Runde hier wenigstens gewinnen und hier die Minen, beziehungsweise, nee, was mussten wir nochmal machen? Wir mussten die Elex-Sammler machen. Oh, die Elex-Sammler mussten wir machen. Also setzen wir hier schon mal ein. Lakaien. Oh, der Elex-Sammler da ist für uns unerreichbar im Moment. Ich muss hier noch einen zweiten Heil werfen, glaube ich. Oh, der King hat schon wieder einiges gerissen, aber hier sind noch meine Packies. Die habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen. Entschuldigt bitte, Leute. Aber ich glaube, das werden keine 7. Keine 7 Elex-Sammler. Ich glaube, das werden keine 7, denn hier sind noch 1, 2, ich sehe noch 2 über. Oh, das werden mal ein bisschen weniger. Wir kriegen noch 2 Stück kriegen wir noch, weil die Packer hier unten noch laufen.
Okay, aber ich denke mal, ein dritter, da ist. Ah, der ist ein bisschen weiter weg. Wir nehmen hier die Hütte noch mit für den zweiten oder überhaupt für den ersten Stern. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen was verbummelt, nämlich die Clanburg Ballons oder Luftballons. Oh, das Elex-Lager wäre noch ganz nett. Jetzt geht die erst auch mal vorbildlich. Vorbildlich auf die Bauhütte. Ist das einer? Ja, das ist ein Päcker, eine Päckerdame und ein Magier zusammen in Pärchen. Die gehen jetzt natürlich wieder nach innen oder gehen sie hoffentlich außen rum, dass ich das eine Lager hier wenigstens noch kriege. Okay, der Magier ist sofort gesch. Nein, sie geht rein. Och, nö. Okay, sie geht rein und wird dort nicht lange überleben. Es sei denn, es sind schon ein paar Schläge auf das Rathaus gemacht. Ja, oh. Na komm, ein Schlag noch. Geschafft. Doch noch zwei Sterne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber wir gucken mal, wie viele Elex-Sammler wir gepackt haben. Den Bonus haben wir schon mal gemacht. Ah, okay, vier Stück. Vier Stück müssen wir noch machen. Und ihr seht das, 38 Minuten habe ich noch. Ich bin allerdings jetzt schon so ein bisschen im Buß, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass wir es nicht schaffen. Und trainiere die Armee ruhig nochmal nach. Ich weiß, ich verbrauche immer ein bisschen Dunkles, aber ich hoffe, das Dunkle, ich gucke mal gerade, 1574 gebe ich aus und habe jetzt gerade geholt 1903. Okay, so ein ganz, ganz kleines bisschen Plus. Aber einen dritten machen wir noch. Den dritten Kuchen hier baue ich übrigens jetzt nicht ab, sondern ich mache lieber die Clanspiele fertig. Okay, da ich euch lange Gegnersuchen immer gerne erspare, nehme ich oder greife ich einfach mal auf diesen zurück. Ich weiß, was ich in der Klarenburg habe. Ich habe meine in der Klarenburg. Das ist vielleicht suboptimal. Ist ein doofer Begriff. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie wir hier durch diese Base gehen. Wir müssen die X-Bogen wegkriegen. Wir müssen die Queen wegbekommen. Die Base ist jetzt nicht ganz so stark. Deswegen gehen wir hier ruhig mal, ich denke mal, hier rein. 1, 2, 3. Die Mauerbrecher hier mit durch. Und, ach so, ich habe meine Magier ganz vergessen. Ja. Okay. Ja, die Frage ist, wo setze ich jetzt eigentlich meine Miner gleich an? Und wer soll hier eigentlich noch springen? Wer soll er eigentlich noch springen? Ah, der Golem. Der Golem soll mal noch springen. Und mal sehen, die Miner. Es kann sein, dass ich mir die Miner so ein bisschen. Ah, der Sprung war jetzt nicht so wirklich gut. Müssen wir mal gucken. Ich lasse die Miner jetzt trotzdem mal raus. Clanbruch hat er ja jetzt nicht. Wo ist mein König? Da ist mein König und. Was schaffen wir denn eigentlich an Luftabwehren? Haben wir da und da. Feger stehen natürlich ein bisschen doof. Okay. Da müssen wir jetzt durch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und jetzt müssen wir allerdings gegen den Feger kämpfen hier. Das ist hoffentlich zu schaffen. Wir gucken mal, ob wir das packen hier. Die nerven ja doch immer ganz schön stark hier. So, das ist der eine. Dann haben wir hier hinten nochmal zwei Loons für das hier. Und das Passing hier für diese Loons über den Feger. Komm, mach doch den Feger da jetzt weg. Macht doch bitte den Feger weg. Wir haben völlig außer Acht gelassen, dass wir ja was brauchen. Wir brauchen die Elix-Lager. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt vier Stück hole. Wir haben hier jetzt nicht mehr viel Loons. Und wir haben allerdings, ja, das werden die nicht packen. Auch wenn der X-Bogen nur auf 1 ist, wird er sicherlich mit der Luftabwehr, ja, die werden alles runterballern. Schade. Schade ist aber nicht so schlimm, aber im Fokus stand ja das Clanspiel. Gewonnen haben wir in jedem Fall. Jetzt haben wir die Giftzauber gar nicht verbraucht. Die kann man auch mal auf die Helden ballern. Das vergesse ich auch immer wieder. Ich meine, ich sehe das auch bei euch oder bei meinen Clan-Kollegen immer mal wieder, dass sie immer mal wieder gerne ein Giftzauber vergessen, beziehungsweise die gar nicht nehmen, so nach dem Motto, oh, die spare ich mir mal auf, die dauern ja 5 Minuten, um die wieder zu brauen. Ganz davon abgesehen, dass sie auch ein bisschen was kosten. Aber ich hoffe, dass wir hier, ja, wir kriegen hier alle Elixiersammler, und das war ja hier letztendlich auch Ziel dieser Angriffe hier, also unangenehme Clanspiele. So habe ich diese Folge ja einfach mal genannt. Und okay, das Kuchen abbauen, das sei mal dahingestellt. Lieben Gruß übrigens. Und von daher ist das alles ganz, ganz locker gewesen hier. Einfach mal, ich habe, glaube ich, noch nie am Morgen
überhaupt mal eine Folge aufgenommen. Und jetzt haben wir zwar nicht so viel Dunkles geholt, aber dafür ein bisschen mehr Gold. Und wir haben die Challenge gewonnen. Ja, wir haben die Challenge gewonnen, also 1050 Punkte. Ich meine, die Clanspiele gehen 6 Tage, 19 Stunden. Ihr macht jeden Tag so ein unangenehmes Clanspiel. Dann habt ihr auch die Clanspiele voll, denn man kann maximal 4000 scoren, also nur 4 Tage. Und finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ist eine schnell gemachte Sache. Auch die Folge hier hat mich jetzt knapp 1,5 Stunden oder so gekostet mit Wartezeit und Trainingszeit. Ich denke, das ist ganz, ganz cool. Eins wollte ich aber, glaube ich, gerade noch machen. Ja, warum habe ich... Genau, ich verbrauche im Moment meine Ressourcen only für Mauern. Hier, die muss man leider auch fertig machen. Ich weiß, sie werden übersprungen, unterbuddelt oder überflogen. Aber trotzdem, sieht ja ein bisschen schicker aus. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was machen. Ich will die jetzt unbedingt mal auf... Gold ist richtig. Ich will die jetzt unbedingt mal fertig haben, auf Level 9 wenigstens. So, jetzt fehlen mir noch, ich glaube, es fehlen mir noch 3 Stück, das sind, oder, nein, 5 Stück. 5 Stück hier oben noch, dann sind wir hier auch durch und dann können wir uns an die nächsten Mauern machen. Ich hoffe, die Folge von den unangenehmen Clanspielen hat euch trotzdem gefallen. Wenn es dem so ist, trotz der Ironie hier an den Kollegen, Grüße nochmal dahin. Bis dahin, euer Toto. Clashed.